Freunde, es ist Montag. Montag ist immer der Tag der Schaffenskraft. Und ich knarr mich jetzt mal bedeutungsschwanger gegen Wladimir Putin. Vlad, der Fehler! Ins Bild. Ah, wir knarren hier, weil wir nicht ölen im Bundestag. Also hier wird nicht geölt gegen Putin. Das ist ein Zeichen, was wir setzen müssen. Wir ölen nicht gegen Putin. Und ich weiß, es gibt jetzt Leute, die schauen dieses Video zum allerersten Mal, denken, was ist das denn für ein Spinner? Ich bin kein Spinner, ich bin hier der Facility Manager im Bundestag. Ich bin links, linksstaatlich und zivilcouragelich. Ich bin auf dem linken Weg. Ich bin für die Regierung, ich bin für die Linksstaatlichkeit, ich bin für die Zivilcouragelichkeit, ich bin für die Nichtrechten, also die Unrechten, wie zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier. Ich bin für die Nichtrechten, also die Unrechten, wie zum Beispiel Olaf Scholl. Ja, Z sagt man nicht. Olaf Scholl hat mir übrigens diese schöne rote Uhr geschenkt. Ja, genauso niveauvoll wie er. Ja, stehen geblieben, aus Plastik, kaputt. Egal, im positivsten Sinne. Und ich bin natürlich für die Realitätstheoretiker und Ignoranzpraktiker wie die Grünen. Und von den Grünen ist diese schöne grüne Uhr. Schäme Ödemir, ja. Auch der Hühner, Warnwesten-Experte. Und ich bin natürlich für so linke, linksstaatliche und zivilcouragliche Personen, ja, wie Christian Lindner. Hashtag Ehrenmann, ja. Von dem ist diese gelbe Uhr. Grüße gehen raus und ich bin gegen die böse Alternative für Deutschland. Das sind Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner. Punkt, aus, Ende. Ich bin gegen Donald Trump, ich bin gegen Assad und ich bin gegen Vlad, den Fehler, Wladimir Putin. So, ich unterstütze maßgeblich und ausdrücklich die Ukraine. Schlava Ukrainer. Und jetzt geht's los mit guten Nachrichten. Christian Lindner ist gerade in der Ukraine und hat wieder Steuergelder verschenkt und hat gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen der Ukrainer und dem letzten Steuergroschen der Deutschen. Und wir werden siegen. Wir werden so lange kämpfen, bis wir gesiegt haben. Punkt, aus, Ende. Moralisch haben wir ohnehin schon längst gesiegt. Moralisch hatten wir schon in dem Moment gesiegt, wo wir die ersten Drohnen Richtung Moskau gegen Zivilisten geschickt haben. Nein. Moralisch haben wir schon an der Stelle gesiegt, wo wir die Krimbrücke schön gesprengt haben und Zivilisten getötet haben. Naja, gut. Also moralisch haben wir schon bei der Allee der Engel gesiegt. Mal recherchieren. Ja, Slava Ukraina, ich freue mich. So, es gibt viele gute Nachrichten. Es gibt sehr viele gute Nachrichten. Und da fange ich jetzt mal direkt an mit den guten Nachrichten. Ich starte durch. Wir fangen mal andersrum an. Ich fange mal mit dem an, wo ich bei YouTube, ich habe ja noch andere Kanäle. Ja, bin ja nicht nur hier bei YouTube. YouTube Zweitkanal gibt es heute ein Special. Ich weiß gar nicht, worum ging es denn heute im YouTube Zweitkanal? Ach ja, um Frank-Walter Fischl, Steinmeier, unseren Präser. Na, hier den Chef. Guckt euch an, YouTube Zweitkanal, Robert Götz, Matuszewski, Premiere. Geht es nur um unseren Führer, Präsidenten hier, Steinmeier. Ja. Und da fangen wir an, hier sagt, kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung führen. So ähnlich, ja. Ja, ja, also was ist denn eigentlich mit denen, die dafür verantwortlich sind, dass gerade wieder einer von der Alternative für Deutschland halb totgeschlagen wurde? Ja, worüber wir übrigens in der Presse nichts hören, wir legen den Mantel des Schweigens drüber. Ja, warum sollte man darüber berichten? Man berichtet lieber über die Telefonzelle, die als Bücherbox seit 11 Jahren benutzt wurde am S-Bahnhof Grunewald, 100 Meter weit weg vom Mahnmalgleis 17. Und da hat wohl irgendwie des Nachts um 5 Uhr oder so irgendein ein Mensch eine Kiste abgelegt, die angezündet ist, abgehauen, hat einen Bekennerbrief hingelegt. Der liegt der Taz vor, aber der Polizei nicht. Also der ist da, aber nicht da. Ja, er ist quasi weg, aber trotzdem ist er da. Ja. Und ist natürlich antisemitisch. Ist ja logisch. Ja, ganz klar. Ist ja direkt um die Ecke vom mal Gleis 17. Ja. Und da sind aber Omas Kampf gegen Rechts schon Aufkleber dran. Da ist auch schon ein Aufsteller, der sagt, hier, ja, wer Bücher verbrennt, der macht auch andere schlimme Sachen. Ja. Also der zensiert zum Beispiel Kanäle auf YouTube. Ja. Ja, sind genau die gleichen, ja, die einfach so Videos löschen, ja, so andere Meinungen löschen, ja. So, hier, so sieht's da aus, ja, ist wirklich passiert, ja, und ja, da muss der Kampf gegen Rechts noch ein paar Milliarden oben drauf kriegen. Es war mit Sicherheit ein Rechtsradikaler. Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Also, ja, selbstverständlich. So, jetzt geht's weiter. Hier schreibt jemand, draußen war einmal, dass der Kanal aus der Schweiz, ich werde an den Folgen der Corona-Impfung gestorben sein, bevor mein Postvac auch nur anerkannt wird. Und hier, dank dieser Unterlassung und der Lüge, dass die Impfung mich schützt, ist mein Leben nun kaputt. Ja. Hat sie geschrieben. Und jetzt hier. Erst im Mai gab sie Blick noch ein Interview. Blick ist ein ist Wahrheitsmanufaktur aus der Schweiz. Daniela Caviglia, 56, hat den Kampf gegen die Impfnebenwirkungen verloren. Ach nein, hier steht ja, hat den Kampf gegen Long-Covid aufgegeben. Daniela Caviglia, 56, machte ihren Kampf gegen Long-Covid und chronische Erschöpfungssyndrom öffentlich. Am Montag hat sie ihrem Leben ein Ende gesetzt. Böse Zungen sagen,
Die Schweizer Chefredakteurin wählt nach Impfmartyrium den Freitod und die Medien machen daraus Long-Covid. Ja, Freunde, ey, wir haben es überlegt, Long-Covid oder Hitzetote? Eins von beiden müssen wir ja machen. Ja, bis 25. August kann ich ja noch solche Sachen hier erzählen, danach ist vorbei auf YouTube. Schön. Ich möchte mal Werner Müller Danke sagen, lieber Werner. Und lieber Stefan Reis, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von Herzen danke. Stefan, Ehre. Danke, lieber Stefan. Äthiopien ist ein armes Land und wir kommen zu einer neuen Nachricht von Welt TV. Die humanitäre und wirtschaftliche Lage beschreiben Menschenrechtsorganisationen als kritisch bis katastrophal. Die Bundesregierung unterstützt das Land mit 190,5 Millionen Euro. Sehr gut. Ja, an der Stelle Grüße an die Grünen, Grüße an die Grünen, die gesagt haben, also wir können ja den Slogan für Deutschland und so weiter, das können wir alles nicht machen. Deutschland darf da gar nicht vorkommen, weil es gibt Leute, die sind verletzt. Ihre Gefühle sind verletzt. Ja, wenn man Deutschland, das ist negativ besetzt. Also ja, dieses Drecks Deutschland, was 33,3 Milliarden Entwicklungshilfe letztes Jahr gezahlt hat. Oder diese Drecksdeutschen, ja, die insgesamt 5,6 Milliarden an Spenden weltweit raushauen. Ja, also, ja. Oder die 40.000 Flüchtlinge, die diese Deutschen hier jeden Monat aufnehmen. Immer mehr. Ja, also Deutschland ist schmuddelig. Also, und die 14 Millionen vertriebenen Deutschen aus den Ostgebieten, ja, die plötzlich weg waren, ja. Die 130.000 Quadratkilometer, ja viel, ja 100, ja so viel, weg, war halt weg, die Vertriebenen rüber hier ins Mutterland, ins Kernland, ja, also die Deutschen sind wirklich schlimm, ja, und hier haben die Deutschen, nicht wir Deutschen, die Deutschen, 190,5 Millionen für Äthiopien an Entwicklungshilfe gezahlt. Und der König baut sich jetzt einen Palast. Der Palast ist laut der Neuen Züricher Zeitung hier so groß wie das Windsor, das Weiße Haus, der Kreml und Chinas verbotene Stadt. Allerdings zusammen. Also er ist sogar noch größer. Größer als Kreml, Windsor, Weiße Haus und verbotene Stadt zusammen. Größer ist der Palast. Und der Palast hat 3 künstliche Seen und einen eigenen Zoo. König von Äthiopien, ich finde es gut, also es ist ein eigener Zoo, muss schon sein. Das sind Mindestmaßstäbe, Jetzt bringt er den Schul wahrscheinlich noch auf komische Gedanken, ja. Der Schul baut sich ja auch seinen Palast gerade neu mit Hubschrauberlandeplatz und eigenem Kindergarten und was so Sachen, ja. Ja, weil der Herr Albert Speer hat ja angeblich da eine Aufmarschroute geplant, das ist gegen Hitlerei, ja. Und das mit der Hitlerei kam raus, als irgendwelche Leute gesagt haben, müssen wir denn jetzt so viel Geld für ein neues Kanzleramt ausgeben, ja. Da sind wir ja 10-mal so groß wie das Weiße Haus oder so ähnlich, ja. Muss das denn sein? Ja, das ist gegen Hitlerei, weil der Herr Speer wollte da eine Straße lang bauen. Böse Zungen sagen, ist Murks, weil da ist ein Fluss, da geht, wie soll die Straße da lang gehen, aber ist egal. Auf jeden Fall, der Schul braucht jetzt auch ein Zoo. Ich meine, wenn der König von Äthiopien einen eigenen Zoo und 3 künstliche Seen hat, dann braucht der Schul auch ein Zoo. Ja, böse Zungen sagen, den hat er doch, der nennt sich Bundestag, ja, aber böse Zungen, ja. Apropos Zoo, ich habe Neuigkeiten von unserer Mutti, ja. Ihr fragt euch alle, wie geht's ihr? Ich hatte ja unlängst berichtet, dass der Steuerzahler, also wir, ja, im Monat 3.000 Euro für Kosmetik und Friseur für die Merkel-Mutti Dr. Angela raushauen. Und damit ihr mal seht, das Geld ist gut investiert. Wenn ihr gerade esst oder trinkt, abstellen. Hier ist sie, die Mutti, da. Sieht sie nicht toll aus? Man sieht ihr nicht an, wie alt sie ist, oder? Also gar nicht, ja? Also sieht aus wie, weiß ich nicht, ja, wie alt sieht sie aus? Man weiß es nicht. Aber Freunde, ihr müsst euch nicht die Mühe machen, ich habe es mal vergrößert für euch. Wie gesagt, Essen, Trinken, jetzt abstellen, ihr werdet euch freuen. Also die Kosmetikerin hat ganze Arbeit geleistet, bitteschön. Jetzt stellt euch vor, wir würden nicht 3.000 Euro im Monat raushauen für Kosmetik und Friseur. Wie würde sie dann wohl aussehen? Ja, schön sportlich, aber Konfektionsgröße 68, ich finde es gut, toll, ja. Sie hat sich für uns aufgeopfert. Transsexuelle Klimaaktivistin will nicht in Männerknast, die Blödzeitung berichtet. Warum nicht, verstehe ich nicht. Dann hier, Brief an Ex-Freundin aufgetaucht. Obama träumte von Sex mit Männern. Er hat doch einen geheiratet. Na, ist egal. Amerikas Ex-Präsident schrieb diese Zeilen an seine College-Liebe. Schön, haben wir das mal gehört? Und hier auch die WHO-Meta-Analyse vom Juli 2023 zeigt über 53 Krankheiten, die als Nebenwirkung der Impfung auftreten und einen Anstieg der Krebserkrankung um den Faktor 5, Autoimmunerkrankung der Leber um den Faktor 50. Ja, und trotzdem brauchen wir eine Impfung. Natürlich, wir bleiben zu Hause, tragen 4 Masken übereinander, aber nur FFP2, ein Darmstrumpf drüber. Wir lassen uns impfen, Freunde. Lasst euch impfen. Holt euch das Zeug. Ja,
wird schon gut gehen. Ja, natürlich hier. Dass den Impfenden zunehmend das Wasser bis zum Hals steht, zeigt sich an den neuen Gesetzen, die ab 25.08. allen sozialen Plattformen mit Höchstbußen drohen, wenn diese politisch unkorrekte Inhalte nicht sofort sperren. An der nicht mehr zu verbergenden Überzahl von Corona-Impftoten sei es und man wandelt sie in Hitzetote. Lag es und liegt es und man wandelt sie in Hitzetote um. Ist ein bisschen klein hier. Ja, Freunde, es gibt nur noch Hitzetote und es gibt nur noch Corona-Tote und an anderen wird gar nicht gestorben. Das ist doch wohl klar. Und alles andere sind Verschwörungsmythen und russische Propaganda. Pah. Offizielle Covid-Zahlen aus Niedersachsen von Menschen unter 18 Jahren zeigen das Ausmaß der Impfschäden. Hochgerechnet auf ganz Deutschland sind das 100.000 Impfschäden bei Menschen unter 18 Jahren. Eine AfD, das ist doch schon wieder Nazi, wenn ihr schon die AfD was fragt. Naja, eine AfD-Anfrage an das Gesundheitsministerium in Niedersachsen hat die offiziellen Zahlen zu Impfschäden bei Kindern enthüllt. Sie haben 505.569 Kinder haben sich impfen lassen, freiwillig natürlich, und davon haben 9.300 teils schwerste Nebenwirkung. Hochgerechnet auf ganz Deutschland wären das 1,8% Schäden. Nun gut, der Daimler-Truck ist unterwegs. Juhu, da ist er. Ja, Freunde, freut euch. Daimler-Truck, ich freue mich. Lasst euch bitte impfen. Gerade jetzt muss man Vorsorge treffen. Herr Lauterbach hat gesagt, Corona steht wieder vor der Tür. Seid vorbereitet. Covid-19, Mercedes-Benz Actros wird zum rollenden Impflabor im Rems-Murr-Kreis. Sehr gut. Ich habe hier nur gute Nachrichten, ja. Also der Truck von Mercedes. Und hier, Finanzvorstand von Daimler Truck, Jochen Götz, plötzlich und unerwartet verstorben. Der Daimler Truck Finanzchef Jochen Götz ist mit 52 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Sein Tod wird sowohl von Kollegen als auch von Führungskräften als schwerer Verlust empfunden. Böse Zungen sagen, sind denn Führungskräfte nicht auch Kollegen? Empfinden sich Führungskräfte nicht auch als Kollegen? Und Kollegen sind... Ja, aber ja. Ja. Beileid an die Familie. Flugzeugpanne. Annal. Lena Baerbock muss Reise nach Australien unterbrechen. Hier, es ist aktuell vom 14.08.2023, 8.06 Uhr morgens. Erst im Mai war die Außenministerin wegen eines Raddefekts... Also da finde ich aber eine Frechheit, dass man jetzt ihre kleinen Unpässlichkeiten hier so ausspricht. Ah nein, bezieht sich aufs Flugzeug, Entschuldigung. Ich habe gedacht, sie hat ein Rad. Nein. 1. Mai war die Außenministerin wegen eines Raddefekts an einem Regierungs-Airbus in Katar gestrandet. Nun muss Annal Lena Baerbock ihre Reise nach Australien unterbrechen. Wegen eines mechanischen Problems sitzt sie in Abu Dhabi fest. Ja, schön. Und nebenbei haben sie noch 80 Tonnen Kerosin abgekippt, ja, in die Umwelt. Wunderbar, ja. Und in den USA ist jetzt das Medikament gegen Covid zugelassen worden, nämlich Ivermectin, wo der Donald Trump schon vor 3 Jahren gesagt hat, wir müssen das Medikament zulassen, weil dann brauchen wir keine Impfung, aber wurde nicht gemacht. Jetzt wollten wir ja erstmal die Impfung verkaufen. Ja, und jetzt gibt es ein Medikament. Jetzt ist die Impfung überflüssig. Aber Freunde, wir lassen uns trotzdem impfen. Es gab mal ein Treffen zwischen dem Herrn Hitler und dem Herrn Remsmar. Die haben sich im Adlon getroffen. Schön, ja, Herr Hitler hat vegan gespeist. Was der Remsmar gegessen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde danach geraucht, aber nicht von Hitler, der war nicht Raucher. Aber Remsmar hat schön gepafft, ja. Und dann haben sie einen kleinen Deal gemacht. Und der Remsmar hat erstmal mit dem Hitler da einen Deal gemacht. Und zwar sämtliche Zigaretten für die Armee, für die deutschen Soldaten, die kommen von Remsmar. Da wurde gleich per Handschlag und Vertrag, zack. Und damit hat Remsmar richtig Geld gemacht, also nicht wenig. Ja, und sein Enkeltöchterchen oder Urenkel, was auch immer hier. Hier, Luisa Neubauer hat gesagt, der Schutz der Lebensgrundlagen, der Demokratie, das gehört zusammen. Wir müssen anerkennen, dass es freie Demokratien auf einer 3 Grad wärmeren Welt nicht mehr geben kann. Ja, also wenn sie das sagt, dann ist das so. Ja, also ich meine, wenn es dann keine Demokratie mehr gibt, bitte. WHO, Klimawandel könnte Impfung der Bevölkerung gegen wandernde Mücken erforderlich machen. Ja, böse Zungen sagen, eben hat noch Bill Gates in Texas und Florida und anderen Staaten genmanipulierte Mücken freigelassen. Plötzlich gibt es in Florida wieder Malaria. Das erste Mal seit 100 Jahren, ja. Und dann sollen wir uns plötzlich gegen Malaria impfen lassen und gegen andere Sachen. Natürlich per Zwang, aber völlig freiwillig. So wie es Fernsehgebühr. Ja, ist ja auch keine Zwangsgebühr. Völlig freiwillige Zwangsgebühr, aber keine Zwangsgebühr. Dann hier, der brasilianische Präsident Lula sagt, wir brauchen eine Mann-Weltregierung. Hier, es braucht eine Weltregierung. Eine Weltregierung, sagt er. Ja, erst lässt er sich wählen. Der Luna von Brasilien. Und jetzt sagt er im Sinne von Klaus Schwab, wir brauchen eine Weltregierung, eine Währung, ja, allerdings nur digital, ja, eine Armee, ja, so schön. Es geht voran, oder? Es geht voran, ja.
Und jetzt das, die Dauerbehauptung von Kramer, Thüringens Verfassungsschutzpräsident, ja, sei gesichert rechtsextrem, die AfD sei gesichert rechtsextrem, ist nach Ansicht des Gerichts juristisch nicht zu halten. Der Verfassungsschutzpräsident, der die vom Gesetz vorgeschriebene Neutralitätspflicht für Beamte systematisch verletzt habe, steht nun auf einmal nackt da. Das stellen wir uns jetzt aber nicht vor, ja. Es ist schon schwer genug, ihn angezogen zu sehen, im positivsten Sinne. Konkreter Anlass für die Entscheidung war die Klage eines Sportschützen und AfD-Mitglieds, dem das Innenministerium in Erfurt seinen Waffenschein entzog, mit der Begründung, er sei Mitglied einer erwiesen rechtsextremistischen Partei. Deswegen gebe es Zweifel hinsichtlich seiner waffenrechtlichen Zuverlässigkeit. Ja, schön. Gericht hat entschieden, das ist schade, aber wir werden es bei den anderen trotzdem weiter so durchziehen. Punkt, aus, Ende. Ja, und die Polizei schreibt über den Andreas Jurka, der überfallen und schwerst verprügelt wurde. Gestern Abend wurde bekannt, dass der AfD-Politiker Andreas Jurka überfallen wurde. Bis zum heutigen Morgen ist die einzige Pressemitteilung der Polizei als auch der lokalen Medien die Meldung, dass zwei Gäste nach einem Streit aufeinander losgegangen sind, was also damit offensichtlich nichts zu tun hat. Ja, man muss doch nicht über alle Sachen berichten. Wichtig ist, dass wir über die brennende Telefonzelle 100 Meter entfernt vom Gleis 17 berichten und wissen, dass das natürlich antisemitisch war. Apropos antisemitisch, Jana Esken schrieb im Jahr 2017, ostdeutsche Männer raus aus Deutschland, das ist die Tochter von Esken, von Herrn Esken, von, ja, auf jeden Fall hier von Esken. Und Esken schrieb 2018, wer Sozialismus negativ verwendet, merken. Wer Sozialismus negativ verwendet, hat einfach keine Ahnung. Punkt. So, Punkt. Böse Zungen sagen, aha, ist das jetzt eine Verherrlichung von Nationalsozialismus? Verherrlicht hier Eske Nationalsozialismus? Denn wer Sozialismus negativ verwendet, hat einfach keine Ahnung. Punkt. So, Punkt. Wie soll man das verstehen, Herr Freunde? Ja, jedenfalls nicht so. Christian Lindner hat gerade in Kiew Geld verschenkt, und zwar unsere Steuern, und sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Das schreibt mir Marvin Dinkel, 3867. Danke, Grüße gehen raus für diesen Kommentar. Und natürlich, die Ukraine wird niemals verlieren. Also moralisch hat sie ja schon mal gewonnen, oder? Bitte. Hier ist nochmal die Telefonzelle. Ja, S-Bahnhof Grunewald. Abgebrannt ist sie. Und ja, es war ein antisemitischer Anschlag. Wir haben ein Bekennerschreiben gefunden. Es ist zwar nicht da, aber es ist da. Der US-Kongressabgeordnete Ron Johnson behauptet, dass Covid von der elitären Gruppe mit Event 201 vorgeplant wurde. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Polen schafft eine neue Militäreinheit nahe der Grenze zu Weißrussland, sagt der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak. Sehr schön. Truppen kann man nie genügend an die Grenze schicken. Das schafft immer so eine gewisse Harmonie. Finde ich gut. Und Erdogan wird im Zuge der im August geplanten Verhandlungen mit Putin die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit der Ukraine vorschlagen. Oh, da muss der Herr Erdogan leider ins Gefängnis, denn in der Ukraine ist es laut Zelensky, Wladimir, eine Straftat, wenn man Verhandlungen mit Putin führt. Finde ich auch gut. Ja? Frieden schaffen nur mit Waffen. Ja? So. Studie. Verteilung von mRNA am ganzen Körper. Hier. In der Folge können nach einer Corona-Schutzimpfung gefährliche Entzündungen ausgelöst werden. Ach, Freunde, gefährliche Entzündungen, das sind so Worte. Ja. Südländer überfallen Radfahrer mit Schlägen und Messerstichen. Werl, die Opfer, ein 18- und 21-jähriger Deutscher, die wurden überfallen. Fahrrad weg, Telefon weg, Geld weg, ja, schwer verletzt. Und liebe Petra de Quintaila Mantas, ich möchte mich bei dir auf das Allerherzlichste bedanken. Petra, Dankeschön. Und sie schreibt, danke für dein Sein, und ich, allein dieser Satz, danke, das hat mir wirklich, danke, das gibt mir Kraft, Petra. Kai-Uwe, vielen herzlichen Dank, und mein Dank geht an Kaiser Auftragskunst. Von Herzen, danke. Und dann haben wir noch ein schönes Bild, wenn ihr gerade esst oder trinkt, stellt es besser ab. Ja, es ist, wer könnte das sein? Nein, es ist nicht Anton Hofreiter, nein. Das ist jemand, der sich gegen die Klimaerwärmung schützt, indem er jetzt so immer auf die Straße geht. Es ist auf jeden Fall eine Grünen-Wählerin, und ich finde es gut. Und es ist nicht Anton Hofreiter. Nein. Eine gewisse Ähnlichkeit? Ist egal. Dann grüße ich jetzt mal ganz lieb in die Schweiz, und zwar Ruth und Woody. Grüße gehen raus. Danke für euren tollen Kommentar. Ja, und hier, schaut mal, hier. Da hat Martina, ich habe Martina Visitenkarten machen lassen, habe ich ihr geschenkt. Dann habe ich will jetzt nicht ihr ganzes Bild zeigen, das seht ihr auf ihrem Kanal auf Telegram und auf Facebook und auf Getter, endlos frei, habe ich ihr Visitenkarten geschenkt. Ja, so bin ich, bin nett, oder? Der Kanal ist keine Politik, ist nur gute Laune, ist Optimismus, Tatkraft, Ernährungstipps und so weiter. Wichtig, wichtiger Kanal, bitte abonnieren, Telegram, endlos frei. Meine Frau Martina, könnt auch auf Getter gehen und Facebook. Ich bin ja nicht mehr bei Facebook, ich habe ja bei Facebook alles gelöscht. Wirklich, war auf allen Kanälen 150.000 Abonnenten weg. Ich bin da weg, habe jetzt eine Stunde mehr Zeit am Tag. Schön.
und kann mich da mehr euch widmen, euren tollen Kommentaren und mehr Videos, ja, mehr Arbeit. Ich werde am Wochenende, wie gesagt, am Freitag werde ich drehen, kontrollieren, observieren, überwachen. Hier dieser eine, Claudius Fabich, ist unterwegs. Und da wird ein Spitzen-AfD-Politiker dabei sein. Da gibt es mehrere Beiträge, die in alle, jede Woche kommen die. Da geht es um 5G-Masten, es geht um illegale Brunnen, die gemacht werden. Von wem? Und um das Abholzen eines riesigen, großen Urwaldes. So, und dann möchte ich euch noch mal in Erinnerung bringen, wenn ihr noch ein Geschenk sucht für einen lieben Menschen, dieses hochwertige Buch, über ein Kilo schwer, der King lebt, habe ich gerade vor 2 Tagen ein Video hochladen lassen auf meinem Hauptkanal hier. Denn Herr Presley lebt ja noch. Und wie er lebt, wo er lebt und wie es gekommen ist, da könnt ihr es nachlesen. Link hängt hier zu dem Buch da drunter, claudiusfarbig.de. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist mal was Positives und es wird noch bei euch sein vor dem offiziellen Todestag am 16. August, wenn es heute bestellt. 16. August ist ja in 2 Tagen. Aber es wird ja, es geht als Päckchen raus, weil es so schwer ist. Wiegt über ein Kilo. Kann man leider nicht als Buchsendung rausschicken. Das ist misslich. Ja? Aber wenn ihr wirklich mal gute Laune haben wollt, bitte und keine Politik, einfach mal abschalten. Und egal, auch wenn ihr Herrn Presley nicht mögt oder nicht kennt oder euch nicht für ihn interessiert, feste Zusage von Robert Götz-Matuszewski und ich lüge euch nie an. Danach werdet ihr Elvis-Fan sein. Es ist so. Wirklich wahr. Es ist so. Und ich soll euch von Claudius ausrichten, jedes Elvis-Buch kriegt in dieser Woche zum Todestag dem Offiziellen von Elvis noch die schöne Audio-CD dazu geschenkt. Ja, das ist, der hat der farbig gesagt, macht das mal. Ich kümmere mich ja drum. Ja. So, haben wir das geklärt. Ich finde, das war eine runde Sendung. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Wir haben draußen 28 Grad Global Warming. Der erste warme Tag war Freitag. Sonntag war es wieder kühl und regnerisch. Dafür war es dann Sonntag schön und heute schön. Ich habe auch schon ordentlich Farbe bekommen. Ja, ich finde, so ein bisschen Bräune steht mir, oder? Also nicht politisch gesehen. Nein, nein. Obwohl Rot, Grün und Gelb, wenn man das vermischt, was ergibt das? Wir können es ja mal ausprobieren. Macht das mal mit dem Malkasten eurer Enkelkinder oder Kinder. Ja. Und da Helge Lind auch zuguckt, lieber Helge, mach's doch mal mit deinem Malkasten. Guck mal rauf, Helge, was passiert? Grün, Rot und Gelb, wenn du das vermischt, Helge. Ja. Schön, freue mich über euren Daumen hoch, über euren Daumen, über euren Kommentar. Wenn ihr den Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt und bis jetzt geguckt habt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als zu abonnieren. Ich schicke jedem, der gerade krank ist, nicht gut drauf ist oder depressiv ist, gute Energie. Unsere große Gemeinde denkt an euch und wir schicken bitte, bitte, bitte auch den lieben Menschen auf Maui in Lahaina und Umgebung gute Energie. Da ist die ganze Stadt innerhalb von Minuten auf mysteriöse Weise abgefackelt. Die ist weg. Da sind über 100 Tote zu beklagen, über 1000 Vermisste. Gute Energie nach Lahaina. Das war die ehemalige Hauptstadt der Hawaiianer. Gute Energie. Wer sich die Stadt nochmal angucken will, da gibt es einen Kanal auf YouTube, der heißt Sonne ist Leben, Ausrufezeichen. Da gibt es heute ein ganz aktuelles Video, hat gar nichts mit Lahaina zu tun, aber komisch, da ist Lahaina zu sehen, wie es mal aussah. Ja, in diesem Sinne, Freunde, vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Danke, meine lieben Unterstützer, dass ihr hier meine Arbeit überhaupt möglich macht. Ich sage, wie es ist, ich bin ehrlich, ohne euch ging es nicht. Klitzeklein oder groß, es hilft und motiviert. PayPal und Konto hängt hier in der Videobeschreibung. Danke für die Mühe. Ich mache weiter, ihr macht weiter und jetzt knarre ich nochmal richtig doll gegen Putin, weil immer merken, Wladimir Putin schlecht, Trump schlecht, AfD schlecht, Assad schlecht. Ja, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED von unserem geschätzten Oberpräsidenten super gut. Frank-Walter Steinmeier, Sie sind der Beste, der wahrste Demokrat aller Zeiten. Schön, dass es Sie gibt. Und jetzt knarren wir gegen Putin. Ha! So, dem haben wir es gezeigt. Im Kreml hat der Stuhl gezittert. Freunde, ich hab euch lieb. Macht das gut.